Ja, jetzt ist er tot. Handschuhe uns wieder von der aus dem Zombie-Modus, von dem Zombie-Modus befreien. Und wir blinken schon wieder. Ach, Gottes Willen. Nichts. Im Vorratslager war ein Geräusch hörbar. Das war ein Zombie. Ist doch ein Vorratslager. Mondschlüssel gefunden. Ah, endlich macht alles einen Sinn. Also wirklich. Ja, echt. Jetzt können wir durch die Mondtür, schätze ich, und uns total, total doll freuen. Aha, hier ist doch keiner mehr. Was zum? Keine Ahnung. Dennoch bleiben ein paar Rätsel aus. Vielleicht kommen wir weiter, wenn wir jetzt den Mondschlüssel benutzen. Und dann können wir uns in Sailor Moon verwandeln. Und oder zum Mond reisen. Keiner weiß es. Aber wenn wir zum Mond reisen wollten, dann würden wir die Reise ins All spielen. Ne, hier war ich auch falsch. Wo ging es denn lang? Im Obergeschoss vielleicht? Ich weiß es nicht mehr. Ich probier's. Wir haben Zeit. Wir haben viel, viel Zeit. Nee, hier war es nicht. Da war doch ein langer, hier war er. Ein langer Gang. So, ich glaube, es war diese Tür. Ja. Und er hat die Tür nicht einmal aufgeschlossen. Seltsam, im Ofen sind zwei kleine Löcher und am Ende glänzt irgendetwas. Ja, was das Spiel unter Löchern versteht. Dann brauchen wir jetzt wohl einen Ast oder irgendetwas. Oder irgendein Doppelamulett. Zwei kleine Löcher. Oh nein, wir brauchen die beiden Medaillonhälften. Ist ja eklig. War hier noch irgendetwas? Nein. Die Zombies sind merkwürdigerweise weg. Das ist gruselig. Dieses Badezimmer kenne ich irgendwoher. Toilette? Badewanne? Erinnert mich an Taut und Darkest Journey. Wie in Darkest Journey. Ist aber ursprünglich aus Taut, glaube ich. Glaube ich. Ich muss irgendetwas erzählen. Glaube ich. Ja, so langsam fällt mir auch hier nichts mehr ein. Verschlossen, nur scheint ein Schlafzimmer zu sein. Ich will aber nicht schlafen, deswegen gehe ich nicht rein. Schön. Dann müssen wir jetzt noch ein Rätsel lösen. Fragt sich nur wo. Wir haben Anhaltspunkte, nämlich das Kind sucht Mo. Ah, doch, dieses hier. Sag schon. Da, wo die Bücher stehen. Bibliothek. Private Bibliothek. Ein Leseraum. Nein, das war ja. Naja. Ich denke schon, dass dieser Raum und der andere Raum zusammenhängen. Bloß muss ich jetzt wieder anfangen zu grübeln. Ah. Und was soll das dort oben? Oh Mann, okay. Und die Wahrheit mauerte Wände. Die Wahrheit mauerte Wände, so sichtbar für das menschliche Auge wie die Reue fürs menschliche Herz. Mauerte Wände, so sichtbar fürs Mensch. Ich versuche jetzt hinter die Bedeutung zu kommen. Ein Auge wie also sichtbar. Ist die Reue für das menschliche Herz sichtbar? Ja, doch. Die Wahrheit hat irgendeine Wand gemauert. Eine Wand gemauert, oder? Auch dort links ist ein roter Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr den seht. Ups, jetzt hackt es wieder. Ich trenne mich mal vom Internet. Ich vergesse es immer wieder. Mauerte Wände. Ich meine, es könnte ein Anhaltspunkt sein. Ist es aber nicht. Na, soll ich jetzt hier die ganze Zeit rätseln? Dreistellig. Kindsucht, Mord, Flucht, Verrat, Egoismus. Können die Anfangsbuchstaben. Oh Mann. Hat irgendwas mit dem S zu tun. Auf dem Zettel ist ein großes S geschrieben.
Dann versuche ich es mal mit dem einzigen Wort, was mit S anfängt, der 966. So. Es war richtig. Ich werd bekloppt. Bin ich gut. Und ich kann jetzt nicht mehr hier rübergehen. Wow! Was immer der Entwickler hier gemacht hat. Und auch hier kann ich nicht mehr rübergehen. Hä? Warum sind jetzt hier überall unsichtbare Blöcke? Das macht doch keinen Sinn! Was soll ich jetzt mit diesem Felsen? Und warum komme ich jetzt hier nicht mehr weiter und... Und die Wahrheit mauerte Wände. Du kannst mich mal kreuzweise spielen, liebes Spiel. Ich geh jetzt erstmal speichern. Boah. Na gut, das war jetzt ein recht einfaches Rätsel. War nicht mal wirklich ein Rätsel. Zuerst so ein kompliziertes Rätsel. Du musst ein Wort erraten. Beziehungsweise drei Worte erraten und die beiden Anfangsbuchstaben sind dann der Code. Und jetzt, nimm das Wort, was mit S anfängt. Wow. Das ist konsequent. Okay, die Wahrheit mauerte Wände. Okay. Da sind also die Wände. Was für ein... wir sind hier falsch. Was für ein schönes Schieberätsel. Habe ich so aber auch noch nie gesehen, also ist schon okay. Jetzt müssen wir uns nur mehr... nochmal eingeben. 966. So, hier können wir nicht lang. Alles klar. Hier nicht. Also es ist Absicht, dass man hier nichts sieht. Alles klar. So. Dann soll der Stein wahrscheinlich hier oben hin, da wo es ominös leuchtet. Hier nicht. Oh Gott, das muss man sich dann alles merken. Okay, hier. Nicht. Aha. Oh. Okay, man könnte es dann nach oben schieben. Dann rechts. Es sieht jetzt sicherlich sehr merkwürdig für euch aus, wenn ich einfach so lang gehe, aber ich versuche damit herauszufinden, wo ich entlang kann und wo ich nicht entlang kann. So, hier kann ich nicht. Moment, ich muss ihn aber nach oben schieben. Genau, ich muss ihn nach oben schieben, weil ich kann nicht unter den Stein. Gut, das bedeutet... Okay, ich gehe den Weg schon mal. Also, so, Bombs. Dann stoße ich hier an. Dann... dann muss ich hier so außen rum. Schiebe ihn nach oben. Genau. Schiebe ihn nach... So, bis... Ich verzweifle. Nein, bis ich in der Mitte bin. Okay, ich versuche es erstmal so weit. Flop, 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 flop. Ja, so ein Felsen lässt sich auch einfach mal so schieben. So, jetzt können wir nicht nach unten, deswegen gehen wir außen rum. So, 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 so. Bis in die Mitte. Okay, jetzt muss ich mal schauen. So. Genau, können wir dann außen rum? Ja, können wir. Das heißt, ich kann nach rechts schieben. Ich kann sogar bis nach oben schieben. Aha. Nee, er darf nicht oben anstoßen. Dann komme ich nämlich nicht mehr außen rum. Oh. Das bedeutet, ich muss ihn nach links schieben. Genau. Nach links schieben. Ah ja. Ah ja, okay. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich habe es. Wie weit ging es? Genau. So, so. Bis es anstößt. Genau. So, kann ich hier... Nein. Verkackt. Ja, wo denn dann? Also, stellt euch jetzt mal vor, ich wäre der Stein. Ich würde mich jetzt nach rechts schieben. Dann nach oben. Hier kann ich mich nicht nach links oder rechts bewegen. Noch eins nach oben. Wir können nicht nach links gehen, wir können nicht nach rechts. Naja. Dann müsste ich... Also, ich muss ihn dann wieder nach links schieben. Also, wenn ihr euch noch immer vorstellt, ich wäre dieser Stein. Genau, dann muss ich ja hier so als Stein nach links geschoben werden. Aber ich kann ja nicht weiter nach rechts. Hier, es geht nicht runter. Das bedeutet, es müsste noch eins nach oben. Ihr müsst euch immer noch vorstellen, ich wäre der Stein. Genau, und wenn er dann hier oben ist, muss er aber trotzdem von rechts geschoben werden. Das Problem ist jetzt, merkt euch jetzt einfach diese Position, wo ich stehe, dass ich dann hier nicht an diesem Stein vorbeikomme. Ich komme nicht an dem vorbei. Das heißt, ich kann ihn nicht nach links schieben. Hier ist eine Mauer. Oder... Ich könnte vielleicht... Nein, die kann ich nicht lang. Das
das ist doof. Das bedeutet, ich kann ihn nicht rechts entlang schieben. Ich kann ihn allerdings auch nicht links entlang schieben, denn, ihr seht ja, hier ist eine Sperre. Das bedeutet, ich komme überhaupt nicht weiter. Hä? Was hat sich der... Ich check's nicht, was soll das? Was um Gottes Namen soll das? Man kann das nicht lösen. Nein, es geht nicht. Hier kann man nicht lang. Es geht nicht. Es geht überhaupt nicht. Nee, ich muss doch mal den Raum verlassen. Ich kann den Stein auch nicht nach unten schieben. Ich kann ihn nicht nach oben schieben. Ich gehe jetzt eben speichern. Und weil mir das alles zu blöd ist und ich denke, dass der Entwickler, ich habe ehrlich gesagt seinen Namen schon wieder vergessen, hier irgendeinen Mist gebaut hat, werde ich eben in den RPG-Maker gehen und etwas machen. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, wir sehen uns gleich wieder.